Vielen Dank, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich an der Stelle ein bisschen aus meiner Leidenschaft, meinen Lieblingsbeschäftigungen im Alltag sprechen kann. Und da meine ich natürlich Fußball. Und nachdem meine Vorredner eher aus meiner Wahrnehmung schwierigere Fragen ans Publikum gestellt haben, habe ich die ganz einfache Frage, die gefühlt 4 von 5 Deutsche besser beantworten können, wie der Bundestrainer. Werden wir ins Finale kommen dieses Jahr? Niemand hebt die Hand. Sicher hätte ich die Frage im Oktober gestellt, hätten wahrscheinlich die ersten unkontrollierten Auswürfe Richtung Bühne stattgefunden. Aber wir sind in einer guten Phase hingehend, was die Mannschaft anbelangt. Und natürlich denkt jeder Touristiker, wenn es um ein sportliches Großevent geht, wenn es um eine Beschreibung von Stimmung geht, wie es gerade auch von meinem Vorredner schon stattgefunden hat, an ein Stück weit das, was vor gut 20 Jahren in Deutschland stattgefunden hat, mit dem Sommermärchen 2006. Und die Hoffnung, dass auch dieses Jahr dieses sportliche Großevent, zumindest Umschwung an Stimmung wieder stattfinden lässt, nicht zuletzt in der Gesamtbevölkerung, die dann, und das werden Sie mir glauben, wenn die Stimmung gut ist, 1:1 sich auf das Reiseverhalten auch durchschlägt, die ist zumindest gegeben. Natürlich ist es so, dass ein Fußball-Event keine Saison macht und wir wissen auch, dass ein Fußball-Event die grundsätzlichen Indikatoren nicht so stark beeinflussen wird, wie es oft die Publikumspresse glauben mag, sondern im Gegenteil, eigentlich ist so ein kleiner Event in der Statistik on the long run kaum zu messen. Nichtsdestotrotz stellen wir schon fest, dass es gewisse Abhängigkeiten gibt, die mir dann wiederum in meinem Lieblingsbeschäftigungsthema über Fußball zu sprechen und das, was ich noch viel lieber tue, dann über Urlaub oder Reisen zu sprechen, seit 25 Jahren, fast schon 30 Jahre. Ich habe gerade ein bisschen untertrieben in meinem Vorwort. Ich habe tatsächlich vor 30 Jahren eine Diplomarbeit schreiben dürfen, die Bedeutung deutscher Reiseindustrie für die Entwicklung von Destinationen. Und seit der Zeit mache ich das und wir machen das mittlerweile bei Travel Data und Analytics natürlich in einer Form, wie klassische Marktforschung sich heute gewandelt hat in Data Crunching, Machine Learning. Wir sammeln wöchentlich die Buchungsdaten von allen möglichen Buchungstools ein und werten das in einer anonymisierten und repräsentativen Form aus. So viel ein bisschen zu meinem Hintergrund. Und jetzt steigen wir einfach mal ein in eine Erfolgsgeschichte Urlaub und Reisen, getrieben in Deutschland von sehr viel Stimmung. Und wenn wir uns einfach mal die Historie aus der amtlichen Statistik, der Übernachtungsstatistik Deutschlands anschauen, das ist ohne Zweifel eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich will gar nicht die einzelnen Zeitfenster da jetzt stärker in den Fokus stellen.